Hallo, ich bin Jan-Hendrik Maria Schepperstucke. Ich komme aus Lohne bei Oldenburg, wohne seit 15 Jahren in Berlin und ich bin der Geschäftsführer der ältesten Accessoire-Manufaktur in Deutschland, Auerbach, Berlin. Jan-Hendrik Maria ist liberal, flamboyant und immer ein bisschen zu viel, meistens. Meine bevorzugten Pronomen sind er und ihm oder he and him und ich identifiziere mich als schwuler Mann in Berlin. In Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Diversity bedeutet für mich, dass jeder so sein kann, wie er will. Ich benutze die Pronomen, die du dir wünschst, für dich. Das tut nicht mir weh, sondern das tut nur dir weh, wenn ich das nicht akzeptiere und das nicht tue. Und ich möchte dir nicht wehtun. Meine beste Erinnerung an Pride ist meine allererste Fahrt auf einem Truck. CSD-Wagen, boah, weiß ich nicht. Ich wollte das immer überhaupt nicht. Also ganz im Ernst, ich fand das immer total peinlich. Ich fand das immer total blöd, auf diesen Wagen mitzufahren. Ich fand es aber auch blöd, am Straßenrand zu stehen und zu gucken, wie so die Leute da so gaffen. Wir sind da auf dem Wagen und die Leute stehen wie beim Kamelle-Schmeißen beim Kölner Karneval. Und mein bester Freund, das ist ein Clubbesitzer, der hat gesagt, ey, wir machen einen Wagen auf dem CSD. Und ich habe zuerst gedacht, nee. Und dann hat er mir das erklärt und gezeigt und wie das alles aussehen sollte und hat das zusammen mit einem Kunstverein gemacht. Und das sah so knallgeil aus. Und dann habe ich meinen 81-jährigen Onkel eingepackt, der auch schwul ist, und habe gesagt, also, wenn ich auf den Wagen gehe, kommst du mit. Ich sage euch, wir hatten einen so geilen Tag. In dem Zusammenhang habe ich gedacht, naja, dann ist es ja eigentlich was anderes, wenn die Leute da am Wegesrand stehen. Eigentlich sind es ja die Unterstützer vom Pride und nicht die, die nur gaffen. Und da habe ich eine ganz, ganz neue Sichtweise auf den CSD bekommen. Ich fühle Pride, wenn mein Freund Max abends nach Hause kommt. Aber es gibt tausende Sachen, die ich nicht mehr hören will. Wir sind ganz viele und sorry, ich kenne deinen Friseur nicht. Oder nochmal. Ach, du bist schwul? Ah, das ist ja toll, mein Cousin auch. Der sucht gerade einen Freund. Hast du einen Freund? Ja, wow, natürlich. Ich bin ganz verzweifelt. Ich suche einen Freund. Sieht man mir das nicht an? Nein! Das möchte ich nicht mehr hören. Wie du? Oder nochmal schön. Was man noch nicht hören will, ist, du bist schwul? Du siehst total schwul aus. Hä? Ich bin ja jemand, der sehr klassische Herrenmode trägt. Ich interpretiere die jeden Tag neu. Das macht mir unheimlich viel Spaß, auch Dinge zu brechen. Aber was mir unheimlich viel Spaß macht, ist, mich jeden Tag neu zu erfinden. Irgendwie, irgendwo, ob ich jetzt einen neuen Hut aufsetze oder ob ich eine Schleife umbinde oder ob ich halt einfach die Hose etwas kürzer trage oder etwas länger trage. Jeden Tag, wie ich Bock drauf habe. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, ein Teil dieser Community zu sein. Das war nicht immer so. Das war in der Vergangenheit manchmal sehr, sehr schwierig für mich, mich darzustellen und auch offen zu kommunizieren, dass ich schwul bin. Das hat mir wirklich Queer Eye gezeigt und hat auch mit mir persönlich etwas gemacht. Und ich gehe heute, I walk with pride, durch die Welt. Und wenn das Thema und Motto ist, walk with pride, then do it every day. Every day, walk with pride. Here and here.